Ich spiele heute zum ersten Mal das 1.21 Update. Genauer gesagt looten wir die Tri-Chambers. Denn seit letztem wurde unter anderem eine neue Waffe und so weiter hinzugefügt. Wenn ihr sehen wollt, was passiert, dann bleibt dran. Lasst ein Abo und Like da und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Qualle und heute spielen wir zum ersten Mal die 1.21 und zwar spielen wir heute die Trials Chambers und ich habe mir tatsächlich ein bisschen Equipment gegeben, weil ich jetzt nicht wirklich Lust darauf habe zu farmen und dann würde ich sagen, starten wir rein und gucken, was uns so erwartet. Oh, wir haben Lapis bekommen. Und aus diesen Dingern, wenn man die zerstört, kann man tatsächlich Loot bekommen. Und dann gucken wir mal, was wir bekommen. Okay, oha, Digga, wir haben Diamonds bekommen. Yo. Wie gut. Craften wir uns natürlich ein Diamond Schwert. Nehmen wir mal das mit. Oh, nein. Oh, was ist das? Das ist der Tri-Spawner. Er spawnt eine limitierte Anzahl an Mobs, wenn der Spieler in der Nähe dieses Blocks ist. Die Anzahl der Mobs, die er spawnt, hängt davon ab, wie viele Spieler in der Nähe sind. Hier spawnen Skelette. Digga, die bekämpfen sich gerade selbst. Ah, stark. Digga. Okay, chill. Oh, was ist denn das? Das ist der Vault. Der Vault lässt sich mit einem sogenannten Tri-Key öffnen. Der Vault schmeißt dann wie eine Lootbox Items und Blöcke raus. Aber damit können wir jetzt gerade nichts anfangen. Also, Skelette. Müssen wir noch mehr Skelette? Komm her. Ah, stark, die sind dead. Wir bekommen hier ein Stück Brot. Was gibt's hier eigentlich? Bambusholz? Tuff? Ach, da sind die. So. Und da bekommen wir jetzt auch was. Und wir haben einen Trial Key bekommen. Denn damit können wir auch diese Trial Vaults aufmachen. Und mal gucken, was wir bekommen. Wow, wir haben eine Diamond Chestplate bekommen mit Blast Protection 2 und Unbreaking 2 und Emeralds und Rot. Wow, das ist sehr, sehr gut. Das ist wirklich krasser Loot. Aber okay, wir gehen mal jetzt weiter und suchen nach den anderen Spawnern. Ah, hier gibt es mehr von diesen Pots. Oh, wir haben Iron bekommen, Emeralds, Lapis und Pfeile, okay. Wir haben Scaffoldings bekommen, aber das brauchen wir jetzt nicht. Oh, hier gibt es sogar schon die nächsten Spawner. Da kommen wir gleich zu. Wir haben, hier haben wir Amethyst. Oh, hier ist auch sogar noch ein Spawner. Okay. Okay, wir haben den. So. Und wir haben noch einen Tri-Key bekommen. Oh, hier ist auch noch ein Spawner. Okay. Mit Skeletten. So, und wir bekommen Rotten Flesh. Ah, stark. Okay, wir gehen mal jetzt weiter dann. Oh, wir haben hier noch ein Try. Wir haben hier auch noch ein Try-Key bekommen. Wir haben jetzt schon 4 Try-Keys. Oha. Gehen wir mal jetzt weiter zu den weiteren Spawner. Hallo, hallo. Tja, ihr seid nicht die einzigen, die hier Bogen schießen können. Warum sind da. Digga, warum sind da unten so viele? Oha. Ah. Oh, da ist eine Potion rausgekommen. Das ist eine Potion of Regeneration. Oha. Ah, und hier ist auch noch ein Vault. Den öffnen wir jetzt mal. Wir bekommen Arrows und Emeralds. Okay. So. Und hier haben wir auch ein Stück Brot bekommen. Oh, hier ist eine Chest. Mit noch einem Diamond. Oha. Einem Iron Block und einem Cake. Oh, und da sind sogar die... Der Ominous Vault. Er funktioniert genauso wie der Vault, nur dass er sich mit einem Ominous Tri-Key öffnen lässt. Und bessere Items droppt. Aber damit können wir jetzt gerade nichts anfangen, sondern brauchen das erst für später. Ah ja, hier gibt es tatsächlich einen Spawner. Mit dem Breeze drin. Das ist der Breeze. Als Attacke wirft er eine Wind Charge. Er kann über 5 Blöcke nach oben springen und wenn er stirbt, droppt er eine Breeze Rod. Ne. Und den müssen wir jetzt bekämpfen. Okay, okay. Seine Attacken sind ziemlich krass. Da bekommen wir auch noch den Breeze Rod. Sie lässt sich wie gesagt vom Breeze droppen. Mit ihr kann man dann den Mage craften und ihn dann auch reparieren. Aber damit können wir gerade nichts anfangen. Also, ja.
Und jetzt haben wir sogar noch mehr Breeze Shots bekommen. So, dann gehen wir mal weiter. Oh, da ist sogar noch ein Spawner. Okay, wir mal jetzt die Zombies. Nein, kein Baby-Zombie. So. Und wir bekommen noch einen Tri-Key. Und hier haben wir auch noch einen Tri-Key. Wir haben 5 Tri-Keys, oha. Okay, hier geht es tatsächlich noch weiter. Immer nach unten. Oh, und hier kommen wir sogar schon zu den nächsten Spawnern an. Und das Spawn Spinnen. Hier ist tatsächlich ein Tri-Vault. Den öffnen wir mal. Und gucken, was wir bekommen. Oh, wir haben Honig bekommen. Und einen Bogen mit Power 1. Und die Stats. Endlich. Und da kommt sogar noch ein Tri-Key raus. Das ist sehr gut. So, und wir haben ein Potion of Swiftness bekommen. Okay, wir machen mal jetzt hier den Vault auf. Und wir haben Iron Chest Plate bekommen, Arrow of Poison. Und dazu haben wir auch noch eine Wind Charges bekommen. Das ist eine Wind Charge. Man kann sich damit, wenn man das richtig timet, bis zu 7 Blöcke hochschleudern. Dazu kann man anderen auch Schaden damit hinzufügen. Und es hat keinen Bullet Drop, was bedeutet, man kann es in Wasser werfen, ohne dass es langsamer wird. Ah, und hier gibt's Betten. Da setzen wir doch unten mal unseren Respawn Point. Und gehen jetzt weiter zu den nächsten Spawner. Oh, hier ist tatsächlich der nächste Spawner. Zombies. So. Okay, was haben wir hier bekommen? Hier haben wir ein Trial Key bekommen. Und hier haben wir Potatoes bekommen. Und hier ist auch der Grease. So, und erst das. Was haben wir bekommen? Wir haben einen Picken bekommen. Okay, werfen wir das weg, was wir nicht brauchen. Und ich höre da sogar schon die nächsten Spawner. Und wir bekommen einen Trial Key. Den machen wir mal auf. Und mal gucken, was wir bekommen. Okay, wir haben ziemlich guten Stuff bekommen. Wir haben ein Uncharted Book mit Glück 3 bekommen. Okay, wir haben ein Poisonous Arrows bekommen und war alles. Ein Baum mit 2 Chests, mit Honeycomb und Arrows, okay. Noch mehr Honeycomb, aber das brauchen wir nicht. Also, oh, was ist das hier? Da geht's dann nach oben. Oh ja, und da ist sogar schon der nächste Vault. Den machen wir mal auf und gucken, was wir bekommen. Okay, Honig, Wind Charges und noch ein Enchanted Book mit Glück 3, oha. Okay, das ist not bad. Was gibt es hier eigentlich? Hier geht's nach unten, okay. Und, oh, hier sind die nächsten Spawner. Ja, hier sind sehr viele Spawner, aber warum sind hier so viele Spawner? Ich versuche mal einen nach dem anderen zu markieren. Nein, der da oben geht jetzt auch noch auf. Digga, Bro. Und was bekommen wir? Komm, wieder ein Stück Brot. Okay, na, dann gehen wir mal hier oben hin. Und es öffnen sich wieder die nächsten Spawner. Und, ja, noch ein Trail Key. Wir haben 6 Trail Keys, oha. Und dann machen wir den mal auf hier. Oh, ein Goldapfel. Arrows und ein Emerald. Okay, stark. Hier unten sind nämlich auch noch welche. So, und wir haben ein Stück Brot bekommen. Okay, machen wir jetzt die Vault hier unten auf. Okay, und jetzt machen wir das mal auf. So, mal gucken, was wir bekommen. Okay, ein Smoothing Tablet. Und Emeralds, okay. Und hier. Wind Charges. Honig und Emeralds. Und eine Iron Chestplate. Okay. Ah, da sind sogar schon die nächsten Spawner. Oh, und da bekommen wir sogar schon was. Ja. Was machen die für Attacken? Warum springen die über mich rüber? Was soll das? Okay, mal gucken, was wir da bekommen haben. Oh, wir haben hier ein Ominous Bottle. Wenn man es trinkt, bekommt man den Bad Omen Effekt. Sollte man es aber in der Nähe eines Tri-Spawners trinken, bekommt man den Tri-Omen Effekt, der alle Tri-Spawner in Ominous Tri-Spawner verwandelt. Mal sehen, was passiert, wenn wir ihn trinken. Und okay, was ist das jetzt? Digga, jetzt wollen hier einfach... Digga, warum haben die jetzt auf einmal Rüstung und so? Okay, Digga. Warum spawnen jetzt auf einmal so viele? Digga, warum hat der Diamond-Rüstung? Was ist das? Und, was bekommen wir? Wir bekommen... Das ist ein Ominous Key. Eine Variante des Tri-Keys, die den Ominous Vault öffnet, anstatt den normalen Vault. Aber das heben wir uns erstmal für später auf. Und siehst du jetzt... Oh, wir haben hier ein Potion of Regeneration bekommen, also nochmal ein. Okay, jetzt sind wir hier und mit diesem Ominous Tri-Key können wir den Ominous Vault aufmachen und mal gucken, was wir bekommen. Okay, wir haben Wind Charges bekommen, wir haben Emeralds bekommen und wir haben einen Block of Emerald bekommen. Okay, hier ist der nächste Spawner.
Digga, Hilfe. Noch eine Spinne. Und so. Und wir haben hier noch ein Ominous Try Key. Und hier haben wir auch ein Ominous Try Key. Sehr gut. So. Dann öffnen wir den jetzt mal und schauen, was wir bekommen. Wir haben Arrow of Slowness bekommen, wir haben eine Diamond Chest Plate bekommen, die sogar besser ist als die, also nehmen wir die gerne. Und wir haben Emeralds bekommen. Okay, so, wir machen den jetzt mal auf und gucken, was wir bekommen. Okay, ein OP-Goldäffel, ein Windcharge, Dings und... Okay, wir haben einen Crossbow bekommen, wir haben einen OP-Goldapfel und wir haben einen Heavy Core bekommen. Das ist ein Heavy Core, ein Item, was mit einer geringen Chance aus dem Ominous Wall droppt. Mit ihm kann man sich dann den Mace craften. Und mit dem können wir uns jetzt den Mace craften. Und zwar setzen wir dafür einen hier und den anderen hier. Und dann haben wir den Mace. Das ist der Mace. Wenn man im Fallenjammer damit schlägt, macht man sowas wie eine Smash-Attacke. Umso weiter man fällt, desto mehr Schaden macht man. Jetzt zeige ich euch mal, was der Mace so kann. Was haben wir da bekommen? Wir haben noch ein Ominous Try Key bekommen. Denn mit dem machen wir den nächsten Ominous Try Key auf. Okay, wir haben Emeralds bekommen. Wir haben ein Smithing Template bekommen. Und wir haben Arrows bekommen. Und wir haben noch einen Crossbow bekommen. Okay, dann würde ich erstmal sagen, war es das mit dem Video. Also wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Lasst gerne ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.